Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Im letzten Part sind wir hier angekommen und wir dürfen das nochmal machen. Hier war ja eigentlich nichts, was rumlag, glaube ich. Also werde ich nochmal kurz hier gucken. Oh fuck. Ich habe vergessen, wenn ich aufstehe, dann dann sehen mich alle, dann hören sie mich alle. Das ist sehr nett. Keine Muni verschwenden. Ja. Sobald okay, ich aufstehe. Alle. So. Gut. Hier lag doch irgendwo Medizin, nee, so ein Energy Stick quasi. Wo? War doch hier drin, ne? Ja, mein Gott, ich weiß es doch noch. Hey, wieder Full Life. Ich glaube, das ist Full Life, oder? Stimmt, das war dieser Raum mit gar nichts. Warum auch immer sie hier einen Raum haben mit gar nichts. Nevermind, einfach weiter rennen. Dabei renne ich noch nicht mal. Aber wir haben wieder klare Luft. So, gibt's hier irgendwas? Hier kann doch nicht nichts sein. Schublade? Ach, nicht meine Schublade! Zerstörte Regale, Kisten. Okay, aber hier kann noch was sein, oder? Nachricht an Bruder. Ich werde jede einmal vorlesen. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spuren bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden. Vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens den Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Wer auch immer das ist. Wir wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Naja, aber so ein nettes Gespräch haben wir dadurch bekommen. Gut, hier gibt es gar nichts. Von hier sind wir gekommen. Meine Frage wäre, kann man da runter und wieder hoch? Ach nee, Quatsch. Das ist einfach da, wo wir eben schon waren. Dann hier runter. Und keine Gasmaske. Okay. Frische Luft. Ja, das tut gut. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn sie nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Ach, alles leergeräumt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob hier was war. Ich glaube eher nicht, aber ich gucke trotzdem hin. Nein, falsch. Wie kann ich die Knarre wieder weg? Geht doch. Okay, das können wir noch gar nicht machen. Okay. Gut. Dann lassen wir es. Ich werde schon sagen, was ich wollte. Wo bist du hingegangen, Tess? Geplant. Okay, hier rein ist sie gegangen. Das erinnert mich irgendwie an eine Online-Map. Aber wie schön, dass hier auch nichts ist. Verdammt, das Brett ist weg. Ja, das weiß ich, dass man auch etwas klettern kann, aber... Ich hole es. Ach, wir müssen hier runter und zuerst das Bau, okay. Zuerst das Brett holen, aber gibt es hier nicht irgendwas? Außer das Brett? Sieht nicht da raus. Uiuiui, hier hast du Tess. Reich es rüber. Ich hab zu früh Dreieck gedrückt. Guck mal, was die kann! Schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Ja. Ich glaube, das hätte keiner von uns so einfach hingebekommen. Oder?
meine ja nur. Das ist zwar ein Spiel, aber ich meine ja nur. Das ist Test. Okay. Ich guck mich zuerst hier um. Nö. Zu Befehl, Boss. Nein. Dann gibt es hier nichts. Wir sind fast da. Und cool. Am Anfang gibt es voll wenig und ich erkunde trotzdem immer alles. Oh, nicht runterfallen. Rennen. Okay. Hier gab es noch einen Energy Stick. Warum? Als ob man. Okay, wir waren noch nicht voll live. Wenn es voll ist, dann ist unser Leben voll. Wir hatten nur grüne Bereich. Das erinnert mich wirklich irgendwie an eine Online-Map. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Regel Nummer 1, folge niemals Tess. Oder allgemein, wo es lang geht. Jedenfalls später. Am Anfang vielleicht. Aber hier gibt es auch voll wenig am Anfang. Wie dem auch sei. Ich glaube, ich habe schon so viel trotzdem verpasst. Okay. Ah, da haben wir einen. Jo. Ein Firefly. Ben Glück. Ja. Ich glaube, ich werde trotzdem nicht alle finden können. Was auch immer hier ist. Gar nichts. Okay. Ich finde es irgendwie komisch, ich bin es nicht mehr gewohnt. Ich kann nicht unterscheiden, ob er rennt oder nicht manchmal. Ein Taschenlampe. Oh, hier gibt's aber Schränke. Hier gibt's doch sicherlich irgendeinen. Nö? Mein Gott. Hier am Anfang gibt es ja wirklich nichts. Das ist wirklich uncool. Und du? Tess? Ah. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ja, schniff einfach mal nur so. Luft ist rein. Los geht's. Na komm. Da steht doch irgendwer. Noch andere Leute. Okay, sind wir schon auf der anderen Seite. Warum auch immer es hier nie was gibt. Mit euch kann man nicht reden. Die Hunde. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Ja, hier kann man nur nichts tauschen. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, sag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Ach. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Leckere Ratten. Tut mir leid. Wir sind alle vorgestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Ach Mann. Ich wollte sie doch nur retten. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. What? Okay. Müssen wir hier ran? Ich hab keine Ahnung, wer hier redet. Folge einfach Test. Test, wohin willst du?
Entscheid dich, Mann! Gehen wir hier einfach durch. Hier können wir nicht reinbauen. Mein Gott. Durch den Wagen hier? Ja, anscheinend. Alle die Leute waren das. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Haha. Die Frau ist dominant. Wer ist das? Alter Bekannter. Frag mich. Ich würde aber gerne fragen. Ist ja nicht. Keine Ahnung. Was willst du? Ich will auch was trinken. Oh mein Gott. Wieso muss es an Anfang eigentlich nie was geben? Eigentlich nur, weil nichts passiert. Ein Berufungsbescheid. Bekanntmachung. Ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston an Scheißdorf, Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember, da steht leider kein Jahr, um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaftem Nichterscheinen am oben angegebenen Ort zur oben angegebenen Zeit erfolgt, Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung, legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Oh mein Gott, wer schreibt da so eine Scheiße? Okay. Was ist das da? Kuscheltier? Ich hab keine Ahnung. Ich von hier aus nicht. Hä, redet ihr? Ach, nö. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug behauptet. Doch. Ja, ja. Warum auch immer die Stimmen manchmal so leise sind. Egal, folgen wir Tess. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Die dienen aber echt hart mit Lebensmittelkarten. Aber echt hart. What the hell? Look for the light. Such das. Oh nee. Ja, Leute. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! What's up? Warum sterben die Nigger eigentlich immer zuerst? Jetzt mal ohne Scheiß. Lalalala. Cool. Ja, ich kann schon gar nichts mehr. Nee, kann gar nichts mehr. Ich kann wirklich gar nichts mehr. Ich hab schon keine Muni mehr. Headshot. Ah, soll ich den letzten Schuss auch noch drauf gehen? Der letzte Schuss wird YOLO. Autsch. Ja, Test, danke, dass du ihn erschießt, obwohl. Hä, hier war doch noch irgendwo Muni. 2 Stück. Eben lag da schon was, als ich ihn gekillt habe, lag da noch mehr. Und die habe ich ja aufgesammelt. Verarschen oder haben sie sich irgendwie automatisch gesteckt? Ich hab vergessen, wie man nachlädt. R1. 4 Schuss, Half-Life, mein Gott, bin ich schlecht. Du bist schon so weit voraus? Okay, Leute, im nächsten Part.
wie es weitergehen wird. Ich muss zielen üben in diesem Spiel mal wieder. Kommt mit der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.